Das bin ich. Hamlet. Der König der Dänen. Sven. Hi. Hey Sven. Vorsicht, ich steck dir nicht an. Ich hab Krebs. So jemand wie Sven, also Lisas Bruder, ist das seine Leidenschaft, das ist sein Leben. Und er möchte dem Tod widerstehen, indem er auf der Bühne gegen ihn ankämpft, weil er sich auf der Bühne am lebendigsten fühlt. Und es gibt so diesen einen Satz, wo sie sagt, der Schauspieler braucht, wenn du ihm dieses Gefühl nimmst und diese Möglichkeiten nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und insofern glaube ich, davon erzählt auch der Film, dass die Kunst eine große Lebenskraft hat. Dass die Kreativität, die wir haben, egal in welcher Form, das muss man ja nicht als Beruf immer machen, aber dieses sich voneinander zu erzählen, sich in einer anderen Form ausdrücken, man erfährt sich anders und man lernt was anderes über die anderen Menschen. Wenn man ganz zurückgeht, so drücken wir uns aus und so lernen wir voneinander. Das fängt bei der Höhlenmalerei an. Also es ist einfach die Kultur, dieses sich Geschichten erzählen, Dinge übertragen. Und das ist bei dem Film auch, es geht ja um die großen elementaren Fragen des Lebens, um Liebe, Tod, Verlust, Nähe, Hoffnung. Und damit kann man sich in Beziehung setzen. Jeder hat in irgendeiner Form, also beim Tod weiß jeder, wir werden im Leben damit zu tun haben. Entweder verlieren wir Menschen, die wir lieben, oder wir selber sterben. Man kann sich dem nicht entziehen. Und darüber Geschichten sich zu erzählen, kann dem manchmal das Schreckliche nehmen. Also finde ich zum Beispiel bei dem Film, merkt man, den Weg zu gehen mit jemandem, der einem sehr eng ist und wo man denkt, ich kann ohne diesen Menschen gar nicht leben, kann einem auch eine unglaubliche Kraft geben, weil ich mich dem stelle und weil ich dem Tod ins Gesicht blicke sozusagen. Und das ist für mich immer wieder faszinierend, dass Film das kann. Weil man einfach eintaucht für 2 Stunden in das Leben eines anderen Menschen und kann sich in Beziehung setzen dazu. Und der eine weiß früher, dass es nicht mehr geht und kann aber nur gehen, wenn er weiß, sie hat sich wieder gefunden. Sie findet zu ihrer Kraft, zum Kreativsein zurück, zu sich ausdrücken. Dass sie wieder weiß, wer sie ist und was sie ausmacht und was ihre Leidenschaft ist. Und dass sie dem wieder nachgeht. Und dann kann er gehen. Solche Dinge verdrängt man aber, man guckt dann nicht hin. Ihr ist tatsächlich nicht bewusst, wann das war. Unterbewusst schon, aber sie will das nicht wahrhaben. Weil wenn du schreibst, wenn du spielst, wenn du dich ausdrückst in irgendeiner Form, musst du an diese Schmerzpunkte ran. Du kannst ihm nicht ausweichen. Deswegen schreibt sie lieber nicht. Weil sie dann zu gefährdet ist. Und das ist ihre Verdrängung. Und er sagt, nein, du musst da ran. Du musst dich dem stellen. Und das ist eine große Kraft, wenn man das kann. Was ist denn? Ist dein Exem wieder da? Nee, es sind nur die Nerven. Hast du eine Hautcreme? Corticoide? Ich hab gesagt, es ist nichts. Vielleicht sollte ich mal deine Wundertropfen probieren, ne? Geh schon mal runter. Papa ist in. 4 Tropfen in der Stunde. 30 Sekunden unter der Zunge lassen und dann kannst du es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost. Und schon bin ich geheilt. Hast du jetzt die ganze Flasche ausgetrunken? Mann. Man kann beobachten, dass jeder ein anderes Verhältnis zum Sterben hat. Also der Mann von Lisa, möchte nicht, dass seine Kinder das mitbekommen, wie der Onkel stirbt, weil er sie vor einem Trauma bewahren möchte. Das kann man verstehen. Lisa sagt aber nein, aber damit nehme ich ihnen das Trauma, weil man sieht, das gehört zum Leben dazu. Und sie wollen so lange, wie es geht, bei dem Onkel sein. Also gebe ich ihnen das Geschenk auch so. Dann ist die Mutter, die das komplett verdrängt, die so einen Schmerz empfindet, dass ihr Sohn vor ihr gehen soll, dass sie einfach so tut, als wäre das nicht das Problem, sondern ihr geht's schlecht. Also komplett, sie verdreht die ganzen Tatsachen komplett, damit sie nicht daran muss an diesen Schmerz. Und hilft der Tochter natürlich überhaupt nicht damit. Ja, ist offen. Hallo. Ah, das seid ihr, ja. Anna. Komm gleich. Was ist das für ein Zeug?
habe dich gebeten, Staub zu wischen. Und was hast du? Ja, eben. Was ist denn das? Du hast mich ja gezwungen, es wegzuräumen. Da habe ich einen Haufen Material wieder gefunden. Ich habe dich nicht gezwungen. Dein Vater hat mir Archivmaterial und Fotos hinterlassen. Und im Keller, da habe ich noch einen ganzen Schrank voller Kostüme. Es hat ja so eine Leichtigkeit. Das ist für mich, war dieses Thema geklärt, Mutter und Tochter. Die haben diese Kämpfe schon gehabt und Lisa hat aufgegeben. Aber deswegen geht man trotzdem wieder zurück und hält es aus, weil sie Familie ist, weil es die Mutter ist und weil man sie auch liebt für diesen verbrannten Schokoladenkuchen. Und so. Aber es ist einfach, man letztendlich ist diese Familie, das fand ich auch so schön, in einer großen Akzeptanz zueinander, auf irgendeine verquere, schräge Art. Aber es gibt eben Konflikte in dem Umgang mit einem sterbenden Menschen. Was hast du nur gemacht? Was? Ich liebe dich, Schwester. Nein. Oh, ich dich auch. Ich dich auch. Brauchst du noch was? Du bist doch meine Schwester, oder? Ja. In 2 Minuten nach mir zu weit gekommen ist. Ja. Du hast recht. 2 Minuten machen viel aus. Ich muss auf dich aufpassen.